Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Wer sich mit Survival und Preparedness beschäftigt, der muss auch irgendwann sich mit der medizinischen Versorgung lebensbedrohlicher Verletzungen beschäftigen. Denn wer überleben will, der muss auch eine lebensbedrohliche Wunde in den Griff bekommen. Viele orientieren sich dabei am militärischen Bereich der sogenannten Traumamedizin. Denn hier gibt es einige Parallelen. Auch der Soldat, der im Schlachtfeld verwundet wird, zum Beispiel durch Schusswaffeneinwirkung oder durch eine IED, der muss zunächst einmal von einem medizinischen Laien so versorgt werden, dass ein Medivac erstmal möglich ist, also dass er ausgeflogen werden kann zu einem Feldlazarett. Hier sind um diesen Bereich der medizinischen Erstversorgung sind in den letzten Jahren ist ein Markt entstanden, der auch Outdoor- und Survival-Freunde bedient. Und hier gibt es fertige Pakete zu kaufen für Outdoor-Freunde. Und ein solches Paket, das ist zum Beispiel hier das Trauma-Pack von Adventure Medical Kits. Und das wollen wir uns heute einmal gemeinsam anschauen. So, los geht's. Bevor wir auspacken, werfen wir erstmal einen Blick auf die Packung. So sieht die aus. Adventure Medical Kits Trauma Pack with Quick Clot. Quick Clot, das ist ein Mittel, das die Blutgerinnung unterstützt. Sehr beliebt, vor allen Dingen im militärischen Bereich und hier in Deutschland nur schwer zu bekommen. Hier auf der Rückseite haben wir dann eine kleine Liste, was alles so dabei ist. Quick-Clot 25 Gramm, Trauma-Pad 5 Zoll mal 9 Zoll, Handschuhe, Duct-Tape, Bandagen und so weiter und so weiter. Eine kleine Anleitung ist hier noch drauf und hier steht irgendwas von Bonus. Ja, wir machen es jetzt aber erstmal auf. Vorher legen wir es aber nochmal schnell auf die Waage. Ja, was bringt hier so eine Packung an Gewicht mit? Gucken wir mal. Das sind 128 Gramm, also nicht wirklich viel. Ja, werfen wir auch noch einen Blick aufs Packmaß. Die Länge hier ist etwa 13 cm. Die Breite, die liegt bei rund 12 cm. Und die Höhe, ja, so bei etwa 5 cm. So, dann packen wir endlich mal aus. Ich mache mal auf hier und hole das alles mal raus, was hier drin ist. So. Na, okay, nichts vergessen. Gut, legen wir die Tüte mal hier an die Seite und schauen uns mal an, was hier alles so drin ist. Also, als allererstes haben wir hier natürlich das Highlight dieser Packung. Das ist das Quick Clot. Das ist im Grunde genommen wie eine Art Wundabdeckung, allerdings mit einem Mittel versehen, nämlich dem Quick Clot, was die Blutgerinnung sehr stark fördert. Und dadurch können auch stark blutende Wunden verschlossen werden. Das wird in die offene Wunde gedrückt, so wie auch sonstige Wunden ja zugedrückt werden. Und das fördert dann eben hier die Blutgerinnung. Hier ist auch nochmal auf der Rückseite eine Anwendung. Die Anwendung detailliert erläutert, in englischer Sprache allerdings. Und hier haben wir auch ein Haltbarkeitsdatum. Das ist haltbar bis 10.2017. Und das ist hier auch nochmal extra verpackt. Ja, was gibt es sonst noch? Schauen wir mal. Hier haben wir mal eine große Bandage, Triangular Bandage, das ist ja wahrscheinlich so eine Art Dreieckstuch, das kann man ja auch immer gebrauchen. Das legen wir mal hier rüber. Dann haben wir hier eine Bandage, eine einfache Bandage, Wundbandage zum Zubinden und auch Druck auszuüben auf die Wunde. Und dann haben wir hier, was ist das? Ja, das sind Handschuhe. Zwei Handschuhe sind hier drin, medizinische Handschuhe. Ja, wenn man Dritte versorgt, ist das vielleicht ganz hilfreich. Was haben wir noch? Duct Tape, das ist so Panzerband. Das kann man auch verwenden, um Wunden zuzukleben, einfach drüber kleben. Aber auch natürlich, um hier die Verbände zu sichern. Dazu kann man das auch wunderbar nehmen. So, was haben wir noch? Schauen wir weiter. Hier haben wir antiseptische Tücher. Ja, ich denke mal, das ist zur Wunddesinfektion gedacht. Das sind insgesamt 5 Stück, die hier dabei sind. Damit kann man also zunächst einmal die Wunde abreiben, aufmachen und abreiben. Ich denke mal, das ist basiert auf Alkohol, um halt eben ja, so eine grundsätzliche Reinigung mal zu erreichen. Okay, weiter geht es. Dann haben wir hier Dear Customer, hier ist nochmal so ein kurzer Hinweis und hier ist, es gibt auch eine Refill-Adresse, wo man Sachen zum Nachfüllen kaufen kann. Also wenn man irgendwas hier verbraucht hat, dann kann man das entsprechend auch nachträglich nochmal nachbestellen. Dann haben wir hier eine Anleitung.
alles auf Englisch. Und hier wird auch nochmal so ein bisschen zu den einzelnen Sachen erklärt. Schock, Brüche, Bauchverletzungen, Kopfverletzungen. Allerdings alles nur reiner Text und alles auf Englisch. Also muss man schon der englischen Sprache mächtig sein, damit man damit etwas anfangen kann. Ja, dann haben wir hier noch, was ist das? Combined Pet. Das sind ist eine Wundauflage, schätze ich mal. Ja, das ist eine Wundauflage. Kann man dann außen drauf legen. Und hier, das ist ebenfalls eine Wundauflage, allerdings eine Nummer kleiner. Und das Ganze nochmal und ebenfalls noch eine Nummer kleiner. Die hier ist 12,7 cm mal 22,8 cm. Die hier 10 mal 10 cm und die hier ist schließlich 5 mal 5 cm. Das also der Inhalt hier dieses Trauma Packs von Adventure Medical Kits. Das reicht aus, um eine mittelgroße, stark blutende Wunde im Ernstfall zu versorgen. Vor allen Dingen natürlich hier mit dem Quick Clot. Es wird immer wieder in Foren danach gefragt, wo kann man das kaufen, wo kann man es bekommen. Nun, ganz einfach, habt ihr gesehen, hier in dem Set ist es mit dabei. Wo habe ich dieses Set her? Das habe ich bestellt über Amazon, Amazon Deutschland, und zwar für 25 Euro. Das Paket kommt allerdings aus England, aus Großbritannien, und da kommen nochmal 15 Euro Versandkosten hinzu. Also alles in allem 40 Euro, die ihr hier investieren müsst, um dieses Set so zu bekommen. Das ist, wenn man bedenkt, dass man hiermit wirklich stark blutende Wunden in den Griff bekommt, meiner Meinung nach nicht zu viel verlangt. Auch die anderen Sachen, die hier dabei sind, das ein oder andere ist sicherlich ganz brauchbar, auch wenn das unterm Strich natürlich Artikel sind für wenige Fällige. Wer noch gar kein Set hat, der kann hier drauf beginnend aufbauen, sich dann selber etwas zusammenzustellen. Auch ich habe das gemacht vor einiger Zeit und noch einige andere Sachen mir dazu geholt. Zum Beispiel hier sowas, ein Samsplint, auch sehr zu empfehlen, oder ein Cat. Das sind aber alles Sachen, die, das möchte ich hier nochmal wirklich deutlich betonen, die bedürfen einem gewissen Grundwissen, damit man eben diese medizinischen Produkte auch anwenden kann. Das ist nichts, was man sich einfach mal eben kauft und dann schaut man sich ein, zwei Trainingsvideos im Internet an und ist dann für alle Notfälle gerüstet. Das ist nicht der Fall. Also bitte bedenkt das immer. Es gibt Ausbildungen, die ihr machen könnt. Es gibt eine sehr gute Outdoor-Medizinschule in Deutschland, bei der ihr Outdoor-Kurse oder Outdoor-Medizinkurse, erste Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse belegen könnt. Es gibt die Möglichkeit, First-Responder-Kurse zu machen. Die sind ein bisschen teurer, aber meiner Meinung nach lohnt sich das. Ich habe da auch schon mal einen mitgemacht. Eine ganz, ganz tolle Sache. Dann lernt man, wie man im Notfall wirklich solche Sachen auch anwenden kann. Also nicht einfach nur kaufen, sondern auch lernen, damit umzugehen. Das noch so als Wort zum Sonntag hintendran, gratis von mir. Ja, ihr wisst, wo ihr das Ganze bekommt bei Amazon. Den Link setze ich euch unter den Film. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wenn euch mein Film hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen netten Kommentar unter dem Film, eine positive Bewertung. Empfehlt mich weiter und abonniert mich hier auf YouTube und auch auf Facebook. Dann werdet ihr automatisch immer über die neuesten Filme von mir informiert. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, hier zum Trauma Pack, zur Anwendung des Quick Clots oder auch zu anderen medizinischen Produkten, Outdoor-Produkten und zu Survival, dann schaut in jedem Fall in meinem Forum vorbei unter www.gearforum.de.